Ich drücke auf Enter. Na also. Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und im heutigen Video habe ich mal wieder zwei Secret Locations für euch. Und zwar handelt es sich bei der ersten um diesen Folterkeller aus dem Story-Modus, mit dem ihr dort mit Trevor im Auftrag des FIBs jemanden foltern müsst. Und die zweite Secret Location, dabei handelt es sich um diese Garage, in der das Alien-Auto drinne steht. Das, was ihr bekommt, nachdem ihr die 50 UFO-Teile im Story-Modus gesammelt habt, dann müsst ihr ja zu dieser Garage fahren und dort bekommt ihr dann das Alien-Auto. Und dann würde ich auch sagen, fangen wir direkt mal mit der ersten Secret-Location an, nämlich dem Folterkeller. Begebt euch jetzt erstmal zu dem Punkt auf der Karte, den ich euch hier im Hintergrund markiert habe. Das ist da unten in der Nähe vom Hafen und in der Nähe von der Groove Street, wo immer diese ganzen Gangmitglieder sind. Und wenn ihr jetzt dort auf dem Punkt der Karte angekommen seid, begebt euch hier zu diesen Paletten und zieht euch daran hoch, um hier oben auf das Dach zu kommen. Wenn ihr jetzt auf dem Dach seid, dann geht ihr in etwa in die Position, in der ich mich befinde, nämlich hier auf diesem kleinen Lüftungsschacht. Und wenn ihr jetzt nicht auf Anhieb dort reinkommt, dann müsst ihr euch keinen Kopf machen. Ich habe auch 3 Versuche gebraucht, bis ich dann im Endeffekt in der Secret Location gelandet bin. Öffnet jetzt mit der Options-Taste eure Karte und sucht euch irgendeinen Jobpunkt aus, der hier in der Nähe liegt. Zoomt dann an den Jobpunkt ran und drückt dann die Viereck-Taste, um diesen Job zu starten. Und wenn der Job dann startet und ihr in dieses Missionsmenü dann dort reingeladen seid, dann wartet ihr einfach, bis ihr Kreis drücken könnt, beziehungsweise es einfach wieder verlassen könnt. Und wenn ihr das dann könnt, dann verlasst ihr umgehend dieses Missionsmenü. Habt ihr jetzt das Missionsmenü verlassen, werdet ihr mit etwas Glück unten in der Secret Location in diesem Folterkeller drinnen landen und ihr könnt auch schon die Treppen runtergehen und euch das ganze Ding mal ein bisschen genauer betrachten und das ein oder andere Selfie da unten machen. Kurioserweise, die Gegenstände, die hier unten alle auf dem Boden stehen, die sind irgendwie nicht fest. Ihr könnt durch alle Gegenstände durchgehen bis auf die Wände, also braucht ihr keine Angst haben, dass ihr da irgendwie aus der Secret Location wieder rausfallen würdet oder so. Und wenn ihr jetzt die gesamte Secret Location komplett erforscht habt und ihr da wieder raus wollt, dann sagt einfach eurem Kumpel, der da vielleicht gerade mit euch drin ist, er soll euch einmal erschießen. Oder ihr geht einfach in euer Interaktionsmenü und macht dort schnell einmal Selbstmord. Kommen wir dann auch schon zur zweiten Secret Location, nämlich dem Auto, in dem das Alien-Fahrzeug sich im Story-Modus drin befindet. Und dort fahrt ihr dann zu dem Punkt auf der Karte, den ich euch da gerade markiert habe, am besten mit einem SUV hin. Und wenn ihr dann dort geparkt habt, wo ich geparkt habe, klettert ihr dann hier auf diese Garage drauf. Seid ihr jetzt oben angekommen, geht ihr in etwa in die Position, in der ich mich befinde. Und da müsst ihr jetzt auch keine Angst haben, so das hier ist viel leichter als wie die erste Secret Location. Und wenn ihr dann dort um etwa so steht, wie ich stehe, dann öffnet ihr wieder mit eurer Options-Taste die Karte und sucht euch irgendeinen x-beliebigen Job, der dort in der Nähe sich befindet und startet diesen dann mit Viereck. Seid ihr jetzt im Missionsmenü angekommen, verlasst ihr das wieder umgehend mit Kreis. Wenn ihr jetzt das Missionsmenü dann verlassen habt, werdet ihr mit höchster Wahrscheinlichkeit dann unten in dieser Garage drinnen spawnen, in der im Story-Modus auch das Alien-Fahrzeug drinnen steht. Auf jeden Fall könnt ihr das jetzt dann ganz in Ruhe mal erkunden oder das ein oder andere Selfie alleine oder mit euren Freunden machen. Auf jeden Fall eine richtig geile Secret-Location und ich bin auf jeden Fall jetzt mal so langsam an dieser Stelle raus. Ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt mal hingehen würdet und den Like-Button für diese zwei Secret-Locations so richtig vergewaltigen würdet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao!